Ich bin der Geschäftsführer der ältesten Mundharmonika-Fabrik weltweit, der Firma C.A. Seidel Söhne, die hier in Klingenthal schon im Jahr 1847 gegründet wurde. Es war also ein echtes Weltzentrum des Harmonikabaus. Bereits zu Lebzeiten von Wolfgang Amadeus Mozart wurden hier alle Instrumente hergestellt für ein gesamtes Orchester. In unserer über 175-jährigen Geschichte haben wir natürlich alle Arten von Mundharmonikas produziert, immer neue Modelle entwickelt, bis hin zu den heutigen, die sich dadurch auszeichnen, dass wir als Firma Seidel speziell diese exklusiven Edelstahltonzungen anbieten können. Diese Edelstahltonzungen zeichnen sich besonders dadurch aus, dass sie besonders langlebig sind, ca. 5-mal so langlebig wie die Tonzungen aus herkömmlichem Messing. Diese Eigenschaft, verbunden auch mit der hohen Präzision, mit der wir die Mundharmonikas hier in Handarbeit in Deutschland herstellen können, führte dann dazu, dass man auch besondere Anwendungen entwickeln konnte, zusammen mit Erfindern aus der ganzen Welt. Eine besondere Erfindung ist die Pulmonika, eine ganz spezielle Art der Mundharmonika, die nicht in erster Linie zum Musizieren gedacht ist, sondern die speziell für das Lungentraining und eine gute Atmung gedacht ist. Wenn wir jetzt spielen, hört ihr, dass wir von hell auf dunkel gut einfach durchblasen können. Wenn wir verschiedene Effekte in der Lunge beeinflussen wollen, müssen wir nur verschiedene Frequenzen ansteuern. Ich gebe euch ein ganz einfaches Beispiel. Zum Beispiel, du bist sehr erregt, sehr nervös, dann nimmst du eine ganz dumpfe Frequenz. Beruhigt euch und entspannt euch. Seid ihr ganz niedergeschlagen, depressiv und mauki, dann macht eine helle Frequenz. Und somit kommt schon eine positive Erregung. Ich brauche kein nicht viel Fachwissen, ich spiele mit dem Instrument und ich erlange damit eine super gute Atemqualität. Die Bronchitis hatte ich vor 3 und 4 Jahren. Und Corona hat es geschafft, dass es meine Lunge angreift und diese Altlasten hervorgehoben hat. Und was mich sehr belastet hat, das war dieser quälende Husten, den ich gehabt habe. Und bin dann zu dieser Pulmonika gekommen und in der Früh, so nach dem Aufstehen, habe ich da ein paar Mal hin und her geblasen und habe immer geschaut, dass ich meine Luft wirklich hinausbringe. Also dieses tiefe Ein- und Ausatmen ist ganz wichtig und ich bin jetzt vom Flachatmer durch diese Pulmonika zu dem Tiefatmer geworden. Und es hat auch für mich so einen tollen psychologischen Effekt, dieses mich wieder fröhlich zu stimmen, egal ob ich jetzt oben bin oder unten bin. Also es ist nicht nur jetzt dieses, meine Lunge heilt damit, sondern einfach auch meine Seele heilt mit dieser Pulmonika. Die bisher einzig bekannte Nebenwirkung ist, dass aus manchem, der die Pulmonika angewendet hat über einen längeren Zeitraum, ein Hobbymusiker geworden ist.